Der Hebräerbrief sagt über Jesus, er ist der Abglanz seiner, des Vaters, Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Also in Jesus sehen wir die Art des Vaters. Wir kennen sein Wort. Wer mich sieht, wer mich hört, sieht, hört, erlebt den Vater. Also er ist Abglanz seiner Herrlichkeit und Abbild seines Wesens, des Wesens des Vaters. Und dann hören wir im Römerbrief durch den Apostel Paulus, Gott hat uns im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben. Also, der Sohn hat die Art des Vaters, das Wesen des Vaters, ist Abbild des Vaters, und dieser Vater hat uns dazu bestimmt, dass wir an Wesen und Gestalt des Sohnes teilhaben. Also, was der Sohn vom Vater in diese Welt bringt, will der Sohn dann in unser Leben bringen oder soll in uns verwirklicht werden. Meister Eckhart, der Dominikaner im 14. Jahrhundert, er sagt, es ist die Eigenart der Geburt Gottes in uns, dass sie immerfort mit neuem Licht vor sich geht. Sie bringt beständig starkes Licht in die Seele. Und ich möchte anschließen beim ersten Impuls. Wenn jemand sagt, dein Wille soll geschehen, dein Wille, Gott, soll geschehen, dann gibt er genau dem Licht, das Gott ihm gibt, Raum. Das heißt, er hält sich offen für die Erleuchtung, sagen wir. Die ersten Christen, die Getauften, wurden als die Erleuchteten bezeichnet, nicht als die Gelehrten. Gelehrt ist schnell einmal jemand, aber erleuchtet werden, das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, das ist eine Gabe Gottes. Und in der Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, der nämlich das Leben und die Liebe verwirklicht sehen möchte in der Seele, im Menschen, in dieser Einstimmung in den Willen Gottes, öffnet der Mensch seine Seele, die Tore seiner Seele, für das Licht, das einströmt. Der heilige Johannes von Kreuz sagt, es ist die Seele, die sich auf Gott hin öffnet, ist wie ein Haus, bei dem die Fensterläden geöffnet werden und das Sonnenlicht strahlt ein. So kommt die Liebe Gottes in jede Menschenseele, sobald sie sich auf Gott hin öffnet. Und das sich auf Gott hin öffnen, heißt jetzt nicht, dass der Mensch genau weiß, was jetzt alles geschieht. Er weiß nur, es wird ihm Leben gegeben, es wird ihm Liebe gegeben, es wird ihm Frieden und Freude gegeben. Nicht aus der Nachbarschaft, nicht aus der Mitwelt, in unfreundlicher Umwelt hat der Mensch, der seine Seele auf Gott hin offen hält, Anteil am Licht Gottes, am Leben Gottes,
am Geist Gottes. Und das in einen vielleicht schwer kranken Körper. Es ist die Eigenart der Geburt Gottes in uns, dass sie immerfort mit neuem Licht vor sich geht. Sie bringt beständig starkes Licht in die Seele. Und wenn durch 2000 Jahre hindurch christliche Märtyrer gesagt haben, eher leiden als die Liebe verletzen, eher das körperliche Leben verlieren als die Seele und das Leben in der Seele gering achten, dann ist das für die Märtyrer möglich geworden, weil sie dieses Licht gekannt haben. Und ein Mensch, der dieses Licht nicht kennt, der gerät in Panik, wenn ihm die Mitwelt oder der Körper das alles schwer machen. Noch einmal Meister Eckhart: Wer Licht, Einsicht und alle Wahrheit finden will, der schaue aus und achte auf diese Geburt in sich, dann werden alle Kräfte erleuchtet und der äußere Mensch dazu. Teresa von Avila und viele andere Mystiker bezeugen, dass die seelische Befindlichkeit, das seelische Wohlbefinden, sobald sie auf der Spur Jesu ist, in den Körper hineinwirkt. Und ich mache immer noch Werbung dafür, dass Leute es als Hauptaufgabe betrachten müssen, gute Seelsorgerinnen und Seelsorger für die eigene Seele zu sein. Weil die seelische Befindlichkeit, unsere Gefühlswelt, unsere Fantasie, unsere Gedanken, unsere Reaktionen bestimmt. Das wissen wir alle. Also Seelsorgerin und Seelsorger sein für die eigene Seele, wissend, dass Gott selbst der Hauptseelsorger ist oder Jesus der Hauptseelsorger ist. Aber er braucht unsere Assistenz. Also wer Licht, Einsicht und alle Wahrheit finden will, der schaue aus und achte auf diese Geburt in sich. Dann werden alle Kräfte erleuchtet und der äußere Mensch dazu. Und dann zitiere ich noch Dietrich Bonhoeffer, Opfer der NS-Zeit 1942. Er sagt, wenn Christus in uns Wohnung nimmt, dann müssen alle anderen Herren, denen wir Raum in unseren Herzen gegeben haben, weichen. Christus selbst lebt und regiert jetzt in uns. Und ich möchte zu diesen Herren, die uns da so das Leben gestalten möchten, da zähle ich die Angst dazu, die Angst zu kurz zu kommen, die Angst nicht durchzuhalten, die Angst etwas nicht ertragen zu können, auch die Angst nicht treu sein zu können in der Nachfolge. Alle diese Herren müssen weichen. Und wir kennen Worte von Petrus, der zur politischen Autorität sagt, oder auch zur kirchlichen oder zur jüdischen Autorität, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist diese Wirkung der Geburt Gottes in einem Menschen. Und genau diese Gegenwart Gottes in einem Menschen ist
das, was Menschen zu heilsamen Menschen macht. In der Apostelgeschichte wird uns geschildert, dass Johannes und Petrus einen von Geburt an Gelähmten heilen können. Und die Leute laufen zusammen und beginnen, die beiden zu verehren. Und die erklären, halt. Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass dieser hier gehen kann? Und sie erklären, es ist die Kraft des Auferstandenen, die in ihnen und durch sie wirksam ist. Also, wo die Geburt Gottes in einem Menschen tatsächlich geschehen kann und wo Christus sozusagen, um beim Thema zu bleiben, ein Erwachsener sein kann, dort kann Gott durch die Menschennatur, auch durch unsere Menschennatur, heilen. Und auch wenn ich es nicht alle Tage erlebe in der Kirche unter den Christen, ich glaube daran, dass es möglich ist. Und ich werde mich immer wieder bei Gott und bei den Menschen entschuldigen müssen, wenn es an mir liegt, dass etwas Gutes, das Gott mit mir und durch mich tun möchte, wenn das nicht geschieht. Alle, die das nicht geschehen lassen, sind auch solche, die der Mitwelt etwas vorenthalten, was Gott durch sie den Menschen, den Mitmenschen schenken möchte. Und ich meine, das soll nicht das unsere sein. Also wir wollen sozusagen transparent sein für das Göttliche durch unsere Menschennatur. Wenn alle anderen Herren, auch diese Sklaventreiber in uns, die uns zum Leistungsdenken antreiben, die Stimmen in uns, die den Selbstwert annagen, die uns da in den Keller ziehen, wenn diese weichen, dann ist ein Mensch ein aufgerichteter Mensch. Einer, der in gewisser Weise krisenfest ist, geprägt und geleitet von einer inneren Zuversicht, gehalten von einer inneren Kraft, die den anderen unbekannt ist. Also das können nur Insider, solche, die sich darauf einlassen, erleben. Die Gefahr, dass Menschen als Christen leben wollen, obwohl sie Christus nicht Raum geben in sich, ist groß. Nochmals, die Gefahr, dass Menschen als Christen leben wollen, obwohl sie Christus nicht genügend Raum geben in sich, ist groß. Und die werden ständig Geplagte sein. Die versuchen es vielleicht mit zusammengebissenen Zähnen, die Liebe zu verwirklichen. Und es will nicht gelingen. Also es gibt eine Art von Vollkommenheitsstreben unter Menschen und Christen. Ein Vollkommenheitsstreben, das wenigstens tendenziell in die Verzweiflung führt. Wenigstens zu Ärger und Groll. Nämlich das Gefühl des Menschen, des Christen, es ist nie genug. Ich meine, dieses Gefühl kann sich dann einstellen, wenn eben der Beitrag Gottes nicht ankommen kann.
diese Hinzufügung durch den Geist. Ich habe heute in der Predigt den Leuten in Linz gesagt, dass es Getaufte braucht, die sich auch bekehrt haben. Viele wurden als Kinder getauft. Ob die Bekehrung auch schon gegeben ist, Gott weiß es. Oder wie Origenes bereits im 4. Jahrhundert beobachten musste, schmerzlich feststellen musste, viele sind mit Wasser getauft, aber nur wenige mit dem Heiligen Geist, weil sie sich nicht bekehrt haben. Das heißt, die Taufe, die als Kind vielleicht durch die Eltern vermittelt wurde, ist erst wirksam, wenn die Person selbst sagt, ich möchte Jesus als Herrn in meinem Leben haben. Und ich möchte in Jesus nicht bloß einen Assistenten, eine Hilfe für Notfälle. Wenn das meine nicht reicht, wenn meine Armchen zu kurz werden, dann soll er was tun. Nein, da geht es um eine identitätsbildende Einladung, die wir Christus gegenüber aussprechen. Viele sind mit Wasser getauft, aber nur wenige mit Heiligem Geist, sagt Origenes, weil sie sich nicht bekehrt haben. Also die Taufe im Heiligen Geist wird nur jenen geschenkt, die, ich sag mal, in der Umkehrhaltung leben. Die Meister der Umkehr sein. Diese Formulierung kommt aus jüdischen Schriften. Also ständig bereit sind, nachzujustieren, zu lernen, sich einzustellen, einzulassen auf das, was der Geist an Einsicht heute Nachmittag schenkt. Und Benjamin Franklin sagt, dass jetzt, den Augenblick, dass jetzt sollst du nicht in erster Linie als Brücke für die Zukunft betrachten, das ist das Jetzt auch, aber bedeutsam ist das Jetzt durch die Chance, die im Jetzt liegt, durch die Gabe, die im Jetzt dir gegeben wird von Gott her. Und deshalb bin ich sehr hartnäckig, nicht nur beim Zuhören, sondern auch beim Reden, wenn es darum geht, Fehlhaltungen oder ungünstige Befindlichkeiten in der Gegenwartsform zu formulieren. Da werde ich allergisch. Und ich versuche den Leuten beizubringen, wann immer eine Beobachtung gemacht wird, dass etwas ungünstig war in der Praxis, im Verhalten, etwas, wovon wir uns verabschieden wollen, dann bitte sofort in der Vergangenheitsform formulieren. Ich war ungut, nicht ich bin ungut. Ich war ungeduldig, nicht ich bin ungeduldig. Ich habe das gemacht, vor 10 Sekunden. Ich habe das gemacht. Und nicht, ich mache das so. Das kommt eher aus der Gehirnforschung und aus der Heiligen Schrift, dass wir uns nicht festlegen und auf diese Weise die Gegenwart verlieren, den Augenblick nicht nützen, das Jetzt nicht als Chance betrachten. Und Gott wirkt immer in der Gegenwart. Das andere bleibt Erinnerung. Auch Erinnerung an die guten Heilstaten Gottes, die brauchen wir. Aber der Einfluss Gottes auf mein Leben geschieht immer im Jetzt. Biblisch im Heute. Und deshalb, wenn ich negativ formuliert sage, ich bin so,
dann haben wir erst die Aufgabe durch den Pater Paul zu sagen, na, du warst so. Und der Heilige Geist tut sich wesentlich leichter, wenn ein Mensch sagt, ja, ich war so, aber ich will anders sein. Ich will es besser machen. Und ein Mensch, der sagt, ich will es besser machen, der sich für das Bessere entscheidet, auch wenn er noch nicht weiß, wie es verwirklicht wird, wer sich für das Bessere entscheidet, unterstützt seine Seele, die für das Bessere lebt. Der öffnet eben genau dem Geist das Tor für das Mitgestalten, für das Verwirklichen. Also würde ich mich in der Gegenwart festlegen, ich bin so, was soll da der gewaltfreie Geist Gottes tun, wenn ein Mensch sagt, ich bin so? Der möchte hören, ich möchte, sagen wir es biblisch, heilig sein. Ich möchte den höchsten Grad des Menschseins in dieser Welt verwirklichen. Also, wenn Menschen Gott nicht mitwirken und nicht mitgestalten lassen, dann sind sie gefährdet, dass Gott zum Stressfaktor in ihrem Leben wird. Ja, dass Gott zur Bedrohung wird, spätestens bei der Schlussbilanz. Also wer Gott nicht mitgestalten lässt, wer ihn nicht einlädt, und zwar hartnäckig einlädt, und nicht weil Gott das braucht, sondern weil ich einzig durch die Bitte um den Geist Gottes in der rechten, offenen Haltung lebe, die ich mir ständig sozusagen in Erinnerung bringen muss. Erst wenn Gott mir das Licht, von dem Eckhart sagt, dass es ständig ankommen möchte, erst wenn Gott mir das Licht schenken kann, er will es jedem Menschen schenken, erst wenn ich das Licht habe, habe ich das rechte Verständnis von Gott, soweit ich das haben kann, und von mir. Und dann hört Gott auf, für mich Bedrohung und Stressfaktor zu sein. Weil ich zuerst erlebe durch Gott, wie sehr ich geliebt bin von meinem Schöpfer, der Gegenwart und Ewigkeit in seiner liebenden Hand hat. Also die Zuwendung Gottes, das Geliebtsein vor jeder Leistung und trotz aller Schuld, wird mir erst bewusst durch das Licht, also durch den Heiligen Geist oder durch diese Gnade, die mir geschenkt werden will. Und dann ist das Verwirklichen und das Streben nach Vollkommenheit eine Freude für den Menschen. Und er macht es sich zur Freude und ich will nicht sagen zum Hobby. Jemand hat gemeint, vor 25 Jahren, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Stimmt. Damit meine ich nicht das Priestersein, sondern das Christsein, nämlich das Optimieren des Lebens. Heilige in Ausbildung wollen und können und sollen wir sein. Zu Jesus sich hinwenden, der sagt, wenn du mir nachfolgst, und wenn du alle deine Konzepte und Pläne in Klammer setzt und mal auf mich hörst, ich habe was für dich. Leben in Fülle. Und da habe ich mir gedacht, das will ich kennenlernen. Und das ist meine Freude. Also erst das Licht, das Gott mir schenkt, bringt mich in das rechte Gottesverhältnis, bringt mich in die innere, sage ich mal,
Gewissheit, dass ich von Gott unter allen Umständen geliebt bin. Und das ist eine Gewissheit. Und diese Gewissheit, die kann ich mit Leichtigkeit und tiefer Überzeugung auf jeden Menschen übertragen. Sprich, wie Gott mich sieht und betreut, so betreut er jeden einzelnen Menschen. So sieht er jeden einzelnen Menschen. Ob nun der Mensch das bedenkt oder nicht. Also dieses Gottesbild wirkt auf mein Selbstbild und auf das Menschenbild im Allgemeinen. Edith Stein ist davon überzeugt, dass jedes Zusammenwirken mit Gott dazu führt, dass die Person die wahre Identität findet oder auch die wahre Individualität. Und sie weiß natürlich auch, dass es dazu mehreres braucht. Ich zitiere: Damit in der unverkümmerten Individualität echtes Menschsein Wirklichkeit werde, ist eine Mannigfaltigkeit von Bildungsmitteln und Bildungswegen nötig. Es ist ferner und vor allem nötig, Glauben an das eigene Sein und Mut zum eigenen Sein. Wir sind wieder dort, wo Eugen Bisser gesagt hat, so viele machen nur einen unvollkommenen Gebrauch ihrer selbst. Hören wir Edith Stein? Glauben an das eigene Sein und Mut zum eigenen Sein. Und diesen Glauben an das eigene Sein, dieser Glaube ist, sage ich ruhig einmal, gleichzusetzen mit dem Glauben an Gott. Das ist dieselbe Qualität, nämlich wenn ich Gott ernst nehme, muss ich auch meine Existenz ernst nehmen und mich ernst nehmen. Glauben an das eigene Sein und Mut zum eigenen Sein, das ist auch nicht so verbreitet. Damit zugleich Glauben an eine individuelle Berufung zu bestimmtem persönlichem Wirken, also das braucht es auch, Glauben an eine individuelle Berufung zu bestimmtem persönlichen Wirken. Es braucht weiters Horchen auf den Ruf, auf das Wort Gottes und Bereitschaft, ihm zu folgen. So können wir, sagt Edith Stein, als Ziel der individuellen Bildungsarbeit den Menschen bezeichnen, der ist, was er ganz persönlich sein soll, der seinen Weg geht und sein Werk wirkt. Sein Weg, Edith Stein, sein Weg, das ist nicht der Weg, den er sich nach Willkür wählt, sondern der Weg, den Gott ihn führt. Und dann spricht sie zu Pädagogen und zu geistlichen Begleitern, können wir sagen, und zu uns allen. Wer zur reinen Entfaltung der Individualität hinführen will, der muss zum Vertrauen auf Gottes Vorsehung hinführen und zur Bereitschaft, auf ihre Zeichen zu achten und ihnen zu folgen. Zitat Ende. Also, wenn wir unseren Mitmenschen, den Mitchristen, beistehen wollen, dann tun wir das am besten, indem wir sie ermutigen zum persönlichen sich ernst nehmen. Und
zum Ernstnehmen der Vorsehung Gottes. Dass wir sagen, Mensch, du bist ja nicht zufällig da. Und wie der Apostel Paulus als spätberufener, ehemaliger Christus-Verfolger und späterer Christus-Nachfolger, wie Paulus im Brief an die Epheser, zweites Kapitel, schreibt, Gottes Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, und ich füge hinzu, erlöst, die guten Werke zu tun, die Gott im Voraus für uns bereitet hat. Das ist Glaube an die Vorsehung. Und ich bin sehr gespannt, was Gott in meinem Leben und in Ihrem Leben alles so verwirklicht sehen möchte. Was er von Ewigkeit her, schreibt Paulus, vorbereitet hat. Wir leben in dieser Welt, um zu verwirklichen, um sichtbar zu machen, um zu konkretisieren, um zu inkarnieren und Fleisch werden zu lassen, was Gott von Ewigkeit her durch uns machen möchte. Und abschließend, wir haben gestern das Fest der Erscheinung des Herrn gefeiert. Der Vater hat uns durch seinen Sohn 33 Jahre lang das Bild gezeigt. Das vollkommene Ebenbild des Vaters. Wir haben es gehört. Durch den Sohn und wie viele Jahre jetzt durch uns? Wir sind auch Ebenbild Gottes. Der Vater im Himmel will durch uns seine Art den Mitmenschen zeigen. Ein schöner Auftrag. Dankeschön.